China's Talk, Wirtschaft und Digitales, im Gespräch mit Machern aus der Wirtschaft, in Zusammenarbeit mit dem German Mittelstand e.V., dem Fachmagazin Manage IT und dem Online-Magazin Datensicherheit.de. China's Talk. So, herzlich willkommen, wir sind wieder zurück. Und zwar haben wir heute einen ganz besonderen Gast, neben all den tollen Gästen, die wir sowieso da haben. Und wir freuen uns, dass wir die Digi-Wiesen ins, ja, ich sage mal, ins Bayerische Digitalministerium reinholen und dürfen. Oder eigentlich andersrum gesagt, ne? Andersrum. Ich freue mich auf unsere Staatsministerin Judith Gerlach, die uns hier jetzt auch einen kleinen Impuls geben wird und uns ja mal hinführen wird, was die Gedanken der Politik ist in Richtung Digitalisierung, in Richtung Nachhaltigkeit auch ein bisschen und natürlich auch zum Schluss hin. Wir sind ja nicht allein auf der Welt, also wie wir in Europa vielleicht ein bisschen größer werden können. Aber ich darf Ihnen das Wort erteilen und ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Eine große Ehre für uns. Vielen Dank, Herr Theiner, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch wenn wir eine kleine Runde haben, normalerweise Digi-Wiesen hört sich immer so nach vielen Leuten an, viel Tracht. Sei mir nachgesehen, dass ich heute nicht in Tracht da bin, weil es nicht mein einziger Termin ist. Und ich werde als Digitalministerin immer ein bisschen komisch angeschaut. Wenn ich in Tracht unterwegs bin, dann werde ich immer gleich gefragt, ob ich auf irgendwelchen landwirtschaftlichen Terminen gewesen sei. Nee, ich ziehe es einfach nur gerne an. Aber um den Diskussionen heute im Folgenden für die Termine zu entgehen, habe ich mich gegen ein Dirndl entschieden. Aber es ist schade, weil uns allen fehlt, glaube ich, die Wiesen, oder? Also so das Zusammensitzen und sei es auch mal ein Bier trinken, wenn auch nicht mittags unbedingt für mich, aber das fehlt schon ein bisschen, dieser Austausch, der dann doch unkomplizierter stattfindet, als es die letzten Monate war. Auch wenn wir überhaupt Austausch hatten oder Kommunikation dadurch, dass wir digitale Tools hatten. Das hat uns ja auch sehr geholfen in den letzten Monaten, muss man sagen. Ohne digitale Tools hätten viele gar nicht arbeiten können, hätten ja die familiären Bande oder auch freundschaftliche überhaupt nicht gelebt werden können. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Oma viel gesehen hätte oder die ihre Enkelchen und Urenkel. Es ist schon ein Vorteil, aber es ist durchaus ein Nachteil, dass uns das Menschliche so ein bisschen abgeht. Von daher herzlichen Dank trotzdem für die Initiative hier, dass jeden Tag was geboten ist, dass da auch ein Austausch stattfindet, dass thematisch einiges geboten ist, was natürlich sehr viel vor allem mit Digitalisierung zu tun hat. Was mir in die Karten spielt, weil ich schon glaube, dass wir sehr viel über das Thema sprechen müssen. Mir ist es jetzt auch aufgefallen in der Bundestagswahl. Es wurde schon am Rande drüber gesprochen. Das hat sich auch immer wieder in den einzelnen Parteiprogrammen wiedergefunden. Aber allein, wenn man sich die Trielle anschaut, wie wenig das Thema Digitalisierung eine Rolle gespielt hat oder darauf reduziert wurde, ob wir Mobilfunk haben oder Breitbandausbau zur Verfügung ist. Also verstehen Sie mich nicht falsch, das ist natürlich die Grundlage, das A und O von allem. Aber Digitalisierung ist halt so viel mehr und da geht auch so viel mehr. Und wir werden aber auch in so große Herausforderungen dadurch kommen. Ich will das nicht nur glorifizieren. Dass da zu wenig drüber gesprochen wird, finde ich schade. Ich wünsche mir da wirklich für den gesellschaftlichen Diskurs etwas mehr Zukunftsgewandtheit und Orientierung. Und das erwarte ich jetzt, egal welche Konstellation es jetzt auch immer wird in der Bundesregierung, das erwarte ich von der neuen Bundesregierung, dass sie sich ernsthaft mit den Themen auseinandersetzt. Die Herausforderungen, die da kommen, aber auch die Chancen. Und da sind wir vielleicht auch schon bei unserem Thema des Klimaschutzes, der Nachhaltigkeit und der Verbindung von beidem. Wenn wir ehrlich sind, wir sitzen hier gerade neben den wunderbaren Rechnern, die hier uns schon ein bisschen zusummen, die fressen natürlich auch unglaublich viel Energie. Also es ist nicht nur so, dass man sagen kann, alles toll, wir haben wunderbare Innovationen, sondern wir haben natürlich auch einen hohen Energieverbrauch dadurch, dass wir streamen, dadurch, dass wir Daten speichern, dadurch, dass wir allein Google-Suche betreiben. Ja, das frisst alles Energie. Und auf der anderen Seite nutzen wir aber Technologie noch viel zu wenig, um es einzusetzen für mehr Nachhaltigkeit. Und gerade der KI-Bereich, also künstliche Intelligenz, was auch in Verbindung zu sehen ist mit Wirtschaftsunternehmen zum Beispiel, könnte extrem einen Schritt nach vorne tun. Also jegliche Studien sagen das, wenn künstliche Intelligenz mehr angewandt wird, also sinnvoll, nicht nur, weil es modern ist irgendwie als Aushängeschild, sondern so, dass es eine Produktionskette zum Beispiel effektiviert, kann es dazu führen, dass Ressourcen weniger verbraucht werden und dass wir auch die Pariser Klimaziele schneller oder besser erreichen können oder überhaupt erreichen können bis zu dem Punkt, wo wir es uns vorgenommen haben. Aber dafür muss es natürlich mal in die Anwendung gebracht werden. Und das ist das größte Problem, wie ich finde, weil wir noch sehr abstrakt darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt. In der Theorie ist uns da schon vieles klar, auch an den Universitäten.
Wir haben es aber noch nicht geschafft, das in die Breite zu bringen oder so zu etablieren, dass der einzelne Verbraucher auch sagt, das finde ich sinnvoll, weil es für mich in meinem Alltag Sinn macht, ich aber auch einen Beitrag zum Klimaschutz zum Beispiel leiste. Wir haben ja in Bayern die Hightech-Agenda auf den Weg gebracht mit über 3 Milliarden Euro und uns ging es vor allem darum, die Hochschulen so zu unterstützen mit neuen Professuren, aber auch mit neuen Studentinnen und Studenten, die in Bereichen studieren und ausgebildet werden, die einfach heutzutage gebraucht werden im technologischen Bereich. Und da spielt künstliche Intelligenz natürlich eine große Rolle und auch der Klimaschutz, der dort stellenweise dann zum Schwerpunkt gemacht wird. Und dann müssen wir aber zum zweiten Schritt kommen. Es wird nicht ausreichen, das in den Universitäten zu haben und dort die Kenntnis vorherrschend zu haben, sondern die müssen sich untereinander besser vernetzen. Es müssen Projekte entstehen. Das wollen wir mit einem neuen Kompetenzzentrum erschaffen, indem man sagt, das Know-how, was wir in Bayern haben, es muss ja nicht jeder das Rad neu erfinden. Das machen wir super gern, aber das ist in dem Fall, haben wir die Zeit gar nicht, sich für Projekte zusammenzufinden und zu sagen, wir arbeiten an einer Geschichte zusammen, die dem Klimaschutz dient, die wir durch Technologie lösen können und bringen die dann aber auch draußen auf die Straße durch Unternehmen. Also dieser Transfer hin zwischen dem, was wir wissenschaftlich wissen und dem, was wir dann letztendlich auch dem Nutzer anbieten können, dieser Transfer, den müssen wir noch ein bisschen rauskitzeln, der darf noch etwas in die Fläche kommen, weil ich glaube, nur dann hat es wirklich auch den Effekt, den wir ja wollen für den Klimaschutz. Einfach nur theoretisch zu wissen, es gibt tolle Projekte im Green IT-Bereich, das ist schön, die gibt es auch heute schon. Die Frage ist, sind die finanzierbar, sind die skalierbar und hilft es dann tatsächlich auch für den Klimaschutz oder nicht? Mit Blick auf die Uhr vielleicht noch ein Beispiel, das mir persönlich wichtig ist, weil wir immer sehr hochtrabend über Hightech-Agenda und Universitäten und so sprechen und was in den großen Unternehmen da passiert. Für mich ist auch wichtig, was passiert denn vor Ort in unseren Kommunen? Nicht nur im großen München, auch zum Beispiel in kleineren Gemeinden, die vor Ort auch was für ihre Bürgerinnen und Bürger tun wollen, die auch Klimaschutz vorantreiben wollen und die aber die Möglichkeiten brauchen, vor Ort Technologie einzusetzen. Und deswegen haben wir einen Wettbewerb ausgerufen, der hieß Kommunal Digital. Da haben sich über 80 Kommunen beworben mit tollen Ideen. Wir haben 5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und wollen, dass die ihre Ideen, also diese Kombination aus innovativer Technologie mit Klimaschutz, die beiden verbunden, dann auch wirklich vor Ort zur Verfügung stellen können. Weil meistens haben die tolle Ideen. Es gab irgendwie eine digitale Plattform, wo kommunale Baufahrzeuge geteilt werden können. Da musste nicht jeder wieder neu kaufen, sondern das wurde sozusagen ein Sharing-System auf kommunaler Ebene. Oder auch Drohnenflüge, die sich betrachtet haben, wie sieht die Struktur der Bäume aus, wann muss denn die Bewässerung stattfinden, wann nicht unbedingt, wie geht es den Bäumen überhaupt, wie reagieren die auf die Umwelt. Solche Dinge gibt es teilweise schon oder sind in der Entstehung, ihnen fehlt aber ab und zu die Finanzierung. Also es geht auch wirklich darum, Projekten zum Erfolg zu helfen, Leuten die Idee auf die Gleise zu bringen, die vielleicht vorher nicht finanzierbar war und deswegen keiner angenommen hat. Aber wenn die einmal da ist, erprobt ist und für gut befunden wurde, sagen dann andere Kommunen, hey, das finde ich eine tolle Sache, die ist jetzt auch fertig, die kann ich einfach übernehmen. Das heißt, wir unterstützen damit nicht nur Kommune A, sondern Kommune B kann im Grunde genommen die Idee auch übernehmen, kann sie sich zu eigen machen. Es geht darum, wirklich ein Gemeinschaftsprojekt zu haben und auch zu signalisieren, dass wir wissen und dass wir Projekte teilen müssen, um mehr Geschwindigkeit zu bekommen. Ich halte das für fatal zu sagen, jeder bastelt mal irgendwo rum und jeder erfindet das Rad neu. Dann werden wir einfach diese Geschwindigkeit nicht bekommen, die wir gerade in der Digitalisierung oder auch im Klimaschutz einfach dringend bräuchten. Und deswegen machen wir immer wieder solche Aktionen, um das anzustoßen. Und gerade diese beiden Themen sind vielleicht auch ein bisschen Herzensthemen von mir. Als Digitalministerin versteht sich von selbst. Aber auch der Klimaschutz, gerade nicht nur für die jüngere Generation, ein Riesenthema, weil dies natürlich am allermeisten betrifft, sondern die Zahlen sprechen eine ganz deutliche Sprache, dass wir da viel mehr tun müssen. Das kann nicht bei Technologie bleiben, das allein wird es nicht retten, aber es kann eine große Rolle spielen und ich finde, die sollten wir einfach viel mehr nutzen. Perfekt, danke schön. Ja, bin ich also absolut d'accord. Ich bin auch der Meinung, dass wir durch Digitalisierung viel mehr erreichen können in einer anderen Geschwindigkeit. Meine Frage ist dann natürlich auch in der Richtung hingehend, wenn wir
jetzt hier die Regionen sehen und in die Kommunen hineingehen, ist ja die ganze gleiche Frage auch Richtung Europa, also in die andere Richtung. Wie stark ist da die Zusammenarbeit der Digitalministerinnen und Minister? Wie eng seid ihr da im Austausch? Also mit den einzelnen europäischen Staaten ist es sehr unterschiedlich. Ich gebe mal ein Beispiel, weil ich mit denen angefangen habe, mit den Österreichern. Wir haben ja häufig gesagt, in Deutschland oder auch in Bayern, so ja, wir sind da vorne dran und wir wissen da ja alles total gut im Gegensatz zu anderen. Bis ich mir mal genauer angeschaut habe, was machen denn andere Länder im europäischen Kontext, aber auch darüber hinaus, und gesehen habe, dass die Österreicher extrem pfiffig da unterwegs sind und Dinge haben, die wir einfach noch nicht haben. Und auch da gilt dasselbe, wie ich das für andere predige, auch für uns, das Rad nicht immer neu zu erfinden. Die Österreicher haben eine tolle App, mit denen die Bürger mit dem Staat in Kommunikation kommen können, Verwaltungsdienstleistungen abrufen können. Und ich habe gesagt, wir brauchen das dringend auch bei uns. Ja, warum haben wir das nicht? Warum? Also erstens mal, unsere digitale Verwaltung ist ohnehin noch, ich sage mal, ausbaubedürftig. Aber wir sollten auch gleich anfangen, auf das zu setzen, was ohnehin häufig genutzt wird. Das ist das Mobile Phone. Ja, also die meisten Menschen haben eben ihr Smartphone in der Tasche, wickeln dort auch die meisten Dinge ab. Also muss ich natürlich das Smartphone auch viel mehr integrieren. Und wir haben mit den Österreichern geschaut, wir haben dies gemacht, wie ist die beste Lösung für uns hier in Bayern, und haben die Bayern-App damit auf den Weg gebracht. Das ist vielleicht so ein Beispiel, wo wir uns ein bisschen was abgeguckt haben und das dann versucht haben, für uns umzusetzen. Frankreich ist vielleicht noch als Beispiel im Startup-Bereich. Macron hat ja mit unserem Ministerpräsidenten Söder ja so eine Art 10-Punkte-Plan, wo es eigentlich darum geht, wie können wir, gerade was den Technologiebereich anbelangt, stärker zusammenarbeiten. Und es wurde ein besonderer Schwerpunkt auch darauf gelegt, dass der Austausch zwischen den Startups funktioniert, dass auch Bayern in Frankreich gründen, Franzosen in Bayern gründen können, dass sie dort unterstützt werden, dass sie Ansprechpartner haben. Manchmal ist es nicht nur eine Barriere der Sprache, sondern schlichtweg auch der Bürokratie oder des fehlenden Anstoßes, vielleicht in einem anderen Land aktiv zu sein oder zumindest in Gemeinschaft zum Beispiel ein Startup auf den Weg zu bringen und technologisch enger zusammenzuarbeiten. Das passiert zum Beispiel mit Frankreich. Und wenn Sie allgemein die europäische Ebene ansprechen, die ist extrem wichtig für uns. Weil, sind wir mal ehrlich, wir können hier Akzente setzen in Bayern, wir können hier dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen ordentlich sind, dass unsere Unis gut finanziert sind, dass wir den Unternehmen auf die Sprünge helfen. Aber wir können nicht das große Rad auch der Gesetzgebung drehen, für den europäischen Rahmen natürlich nicht. Also wird es die Aufgabe des Parlaments bzw. der Kommission sein, die ja jetzt Regelungen für die KI-Regulierung vorgelegt hat. Und da haben wir uns schon stark eingebracht und werden das auch in Zukunft tun, weil ich absolut der Meinung bin, dass es sinnvoll ist, KI zu regulieren. Wir haben ja immer schon auch schauen müssen, dass wir vor lauter Freude zur Regulierung nicht dafür sorgen, dass die Startups und Unternehmen, die sich mit KI gerade beschäftigen und Wertschöpfung auch generieren wollen, dadurch hemmen, dass wir Begrifflichkeiten zu eng fassen oder zu weit fassen, je nachdem, welcher Bereich es ist. Also sie so stark regulieren, dass die Innovationsfreude, ich sag mal, etwas getrübt wird durch regularische Rahmen. Da muss man ein gutes Zwischenfeld finden und da bringen wir uns ganz stark in die Diskussion mit ein. Sehr schön. Ist auch gut so. Ich hatte die Woche, letzte Woche mit Linda Hofstedt und mit Margarete Schramberg, was Sie gerade angesprochen haben, auch schon einen spannenden Dialog. Also es war ein toller Austausch. Wir haben auch heute noch ein paar Grußworte, die kommen später noch dazu. Also dementsprechend, wir fördern auch den Dialog auch vom German Mittelstand und freuen uns, dass wir diesen Dialog hier mit Ihnen auch weiterführen können und dürfen. Meine Frage so Richtung Schluss hin natürlich, geht natürlich um die Digiwiesen. Seit vielen, vielen Jahren organisieren wir ja die Digiwiesen und vor 4 Jahren haben wir schon mit Michi Käfer und mit Doro Bär schon darüber gesprochen, wie digital ist denn das Oktoberfest? Was ist denn jetzt euer Plan? Wie viel Digitalität verkraftet denn ein Oktoberfest? Also mir ist das hier schon zu viel digital für ein Oktoberfest. Also das Einzige, was mich hier ans Oktoberfest erinnert, sind hier diese wunderbaren Herzen und die schöne Tischdecke. Aber ansonsten könnte es von mir aus noch etwas analoger sein. Die schönsten Dinge im Leben sind analog. Ja, das sage ich selbst als Digitalministerin. Es ist einfach so. Von daher soll die Wiesn, wie sie ist, wie die Menschen sie erleben, durchaus analog bleiben. Alles, was außenrum ist, Bezahlsysteme, die Logistik, alles, was dort organisiert werden muss, das wird natürlich immer digitaler. Das wissen Sie besser als ich. Ich denke auch zu Recht, und es hilft ja auch,
viele Routinearbeiten werden auch einfach abgenommen, die ansonsten nur nervig sind oder im Zettelsalat enden. Von daher macht es schon Sinn, gewisse Sachen zu digitalisieren, aber nicht das am Tisch setzen, das gemeinsam trinken, das miteinander sprechen. Das machen wir ja im Grunde nur aus der Verlegenheit heraus, dass Corona es uns nicht anders gestattet momentan. Es gibt aber andere Ansätze, die ein bisschen, finde ich, ähnlich sind zu den Wiesen oder zumindest mit Alkohol zu tun haben. Also ich habe noch eine andere Leidenschaft, das ist die für Wein und das Winzertum in Unterfranken. Und wir haben mit der Universität in Würzburg zusammen schon mehrfach gesprochen und haben ein Projekt zusammen, auch mit Bienen zum Beispiel. Aber an der Universität Würzburg wird über Satellitendaten, die ausgewertet werden mit künstlicher Intelligenz, kann sehr parzellengenau für den Winzer bestimmt werden, wie er am also ressourceneffizientesten und mit nur so viel Wasser wie nötig die Bewässerung vornehmen kann in seinem Weinberg. Aber auch Prognosen nötig sind, möglich sind, welche Rebsorte ist denn diejenige, die überhaupt noch angebaut werden kann die nächste Zeit, die nächsten Jahre, wie verändert sich unser Klima, unser Bacchus zum Beispiel, ich weiß nicht, wie lange der noch angebaut werden kann bei uns in Unterfranken, ob die Situation des Klimas das überhaupt noch zulässt oder ob es irgendwann doch dann Richtung italienischen Rotwein bei uns geht und für Unterfranken. Also man weiß es noch nicht genau, aber das sind solche Dinge, wo man Prognosen machen kann und vor allem dem Winzer sehr genau sagen kann durch Satellitendaten, wie er Bewässerung vorzunehmen hat. Und das macht natürlich einen ganz praktischen Effekt in der Praxis durch Digitalisierung. Könnte ich mir übrigens auch für den Hopfenanbau vorstellen, was dann wiederum mit Bier zu tun hat und dann sind wir wieder bei den Wiesen. Hopfen und KI, das ist so die Symbiose, die wir jetzt brauchen, die vielleicht von unseren Partnern auch getrieben wird. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich muss leider Sie müssen eigentlich auf die Uhr schauen, aber ich schaue für Sie. Es ist, glaube ich, schon extrem drüber und ganz herzlichen Dank, dass Sie uns besucht haben. Freut mich wirklich und bis zur echten Wiesen nächstes Jahr. Sehr gerne, sehr gerne. Bin gern gekommen. Vielen Dank für die Einladung. Viel Spaß noch und nächstes Jahr treffen wir uns dann richtig. Analog. Genau. Mit digitaler Übertragung. Ganz herzlich Dankeschön. Gerne. Ja, das war's erstmal von hier. Wir gehen gleich wieder auf die Terrasse. Da draußen wird schon aufgebaut. Clemens Baumgärtner kommt auch gleich und wie versprochen von Linda Hofstedt und Margarete Schramböck kommen dann auch noch ein paar Grußworte. Wir spielen aber jetzt erstmal, wen haben wir denn noch nicht gehabt? Den Herrn Aiwanger ein. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Digi-Wiesen als digitale Alternative für den Businessbereich zur traditionellen Wiese. Leider fällt sie heuer wieder aus, nachdem wir letztes Jahr schon Corona-bedingt das Oktoberfest absagen mussten. In diesem Jahr wieder diese Digi-Wiesen als Angebot für diejenigen, die sich vernetzen wollen, die ja das ansonsten auf dem Oktoberfest gemacht hätten. Und natürlich fehlen uns diese Volksfeste, diese Feierlichkeiten, diese Zusammenkünfte, wo man Visitenkarten, Gedanken und Handynummern austauscht, wo man sich über Themen unterhält und auch Leute kennenlernt, die man eben auf direktem Weg woanders gar nicht entdecken würde, aber in einer festlichen Umgebung eben treffen würde. Insofern herzlichen Dank für diesen Versuch, über die Digi-Wiesen wieder solche Netzwerke aufzubauen. Hat letztes Jahr schon hervorragend geklappt. Danke, dass es auch dieses Jahr wieder realisiert werden soll. Ich wünsche viel Erfolg, gute Vernetzung und genauso hoffe ich, dass wir sehr bald wieder eine normale Wiesn erleben. Vielen Dank und alles Gute.